Katzenbabys erhöhen bekanntlich die Klickrate. Hallo, ich bin der Plötze und ich esse gern den Kot meiner Schwestern. Aber ich nehme den Bürger. Und ich sitze jetzt seit einer geschlagenen fucking Viertelstunde, glaube ich, da und rede zum dritten Mal in die scheiß Kamera rein und merke, dass ich unter 10 Minuten nicht schmatzen kann. Deswegen machen wir es jetzt so kurz und knapp, wie ich es irgendwie hinkriege. Erstens, merci für 1800 Abos. Das ist immer das Erste, ich stehe da irgendwo umeinander. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit 100 Abonnenten abgegriffen. Seit dem letzten Video sind gerade mal 1,5 Monate vergangen. Weiß ich auch nicht, wie das gegangen ist. Das war noch nie so. Fettes Merci für das. In der Zwischenzeit habe ich nicht einmal fertig gemacht. Das ist bei Baron Zapp 3,5 gekommen. Schneid einen Kasten noch. Wieder kommt es super gut. Oh, 163 Daumen nach oben, 0 nach unten. Voll geil. Ihr habt die geilsten Affen auf dem ganzen Planeten. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich das nächste Video, keine Sorge, es kommt nicht jetzt jedes Monat ein Video, oh, Merci für 100 Abonnenten und so weiter. Das wird ziemlich schnell jetzt dann aufhören. Dafür kommt was anderes. Und deswegen mache ich das Video jetzt gerade. Weil ich es nicht mehr da warten kann, dass ich das irgendjemandem erzähle. Vor allem meinem harten YouTube-Kern, der sich das anschaut, der sich das gerne schaut, den das interessiert. Erstens, ganz wichtig, dass ihr wisst, keine Sorge, es geht mit Bavarian Zapp weiter für die Leute, die mich wegen meine Synchros abonnieren. Es geht mit der Muse irgendwann weiter, noch nicht so bald. Es gibt ein paar Sachen, wo eventuell Videos dazu kommen, aber die sind schwierig zu machen, wo sie da haben will und so weiter. Aber es geht weiter, versprochen. Was ich definitiv aufhören werde, ist diese scheiß Let's Play-Kacke, die interessiert keine Sau. Und ich denke mir selber, das mag, erstens mag es ich nicht sehen, zweitens ist es nicht lustig, drittens ist es nicht, was weiß ich, will niemand. Wird aufhören, wird es nicht mehr geben. Dafür kommt was komplett Neues. Was kommt komplett Neues? Und um das geht es eigentlich jetzt in dem Video. Wir haben jetzt bei 2 Minuten, ich versuche es so kurz und knapp zu halten, wie es nur irgendwie geht. Und zwar, ich sitze schon lange da und überlege mir, was kann man neben der Muse noch machen? Ich möchte noch was anderes machen und weiß ja schon die ganze Zeit, was ich eigentlich machen möchte. Aber so fühlt sie sich einfach an. Die Synchros den ganzen Tag auszuscheißen, je mehr das ich mache. Ich bin mir sicher, wenn ich das wöchentlich mache, dann werden sie immer schlechter. Das möchte keiner, das möchtet ihr nicht, das möchte ich nicht. Und irgendwann langweilt es mich und nervt es mich und dann wird es automatisch schlecht. Trotzdem, bei Baron Zapp 4 wird kommen, versprochen. Und zwar, da gesessen, überlegt, und es ist noch nicht lang her, ich glaube vor 4 Wochen oder so, wie ich Urlaub gehabt habe, war das vor 4 Wochen ungefähr, kann sie hingehen. Habe GTA 5 durchgespielt. Und da, irgendwie aus irgendeinem Grund ist mir das da gekommen. Keine Sorge, es hat nichts mit Zocken zu tun, gar nichts, null. Und zwar, Stichwort Webserie. Webserie. Was zum Henker möchte man mit einer Webserie? Was ist, was für eine Webserie? Was meint er damit? Ich habe keinen anderen Begriff nicht gefunden, ich habe keine Ahnung, ob es sowas schon gibt, auf Englisch hundertprozentig, auf Hochdeutsch. Mit Sicherheit auch, interessiert mich noch nicht. Ja, aber auf Bayerisch gibt es sowas nicht. So, warum erzählt er uns das? Ganz einfach darum, weil, ganz wichtig eigentlich, es hat Gründe, warum mich diese 1800 Leute abonnieren und das sind halt hauptsächlich wahrscheinlich meine Synchros und hauptsächlich Muse. Mittlerweile tatsächlich, hätte ich niemals geglaubt, aber ist offensichtlich so. Und ein kleiner Teil nur wegen die uralten Tutorials, die irgendwann mit jemandem, die kann Menschen nicht interessieren eigentlich. Sowas wird nicht mehr kommen, keine Sorge. So, und das ist hauptsächlich Blödsinn. Das ist einfach hauptsächlich Blödsinn, lustig, dünnsches und ich mag auch nichts anderes machen, keine Sorge. Nur kommt eben was Neues, diese Webserie. Wie soll das ausschauen? Das soll gemacht sein, wir filmen, wir filmen. Also nicht irgendwie bewusst in die Kamera einblädeln, sondern eben ganz das Gegenteil und lasst zuerst ausholen, bevor ein Urteil gefällt wird. Und zwar wird es da verschiedene Genres geben. Das wird nicht nur eine Webserie, die dann fortgeführt wird. Jede Folge, so stellen wir uns das vor. Ich habe mir nämlich da 2, 3 Kumpels ins Boot geholt, weil du kannst du sowas nicht machen. Du brauchst da irgendwie Schauspieler, mag ich nicht sagen, weil wenn uns jemand Schauspieler nennt, dann weiß ich nicht, hat einen Schlaganfall gehabt, glaube ich. Geholt und du brauchst natürlich Leute, die da mitspielen, die da mitmachen, die das auch interessiert. Wir in unserem Freundeskreis sind wir relativ nerdig angehaucht. Ja, doch, kann man sagen. Und ein paar sind extrem filmnarisch, aber im Grunde sind wir alle relativ filmnarisch und jeder hat also seine Vorbilder und seine, wie bestimmte Filme gemacht sind, um was das geht, bestimmte Geschichten und Serien natürlich auch. Und das ist ein ziemlich großes Thema bei uns. Und das haben wir als kleine Buben schon gemacht, als Jugendliche haben wir es schon gemacht und als eigentlich Erwachsene auch schon und jetzt vor kurzem eigentlich auch, aber nie so richtig. Und das wollen wir einfach mal.
Das ist eine es ist schweinefeine Arbeit. Ich blende da unten irgendwie, hoffe ich zumindest mal irgendwie, so ein ganz kleiner Teaser ein, was ich mittlerweile mal gemacht habe. Das sind wirklich nur Tests. Und das Ding dauert, glaube ich, gerade mal 2 Minuten oder so. Ich werde da auch nichts einschneiden, was irgendwas verrät, um was da geht oder was auch immer. Nur, es ist einfach cool. Drehbuch schreiben, Szenen aufzeichnen, wie so das ablaufen, das dann filmen und dann und so weiter. Das macht einfach Gaudi ohne Ende. Und das ist eigentlich der eigentliche Hauptgrund, warum ich meinen Channel mache, wie ich ihn mache. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe. So, und jetzt ganz wichtig, deswegen werde ich das auch nirgendwo umeinander posten oder sonst irgendwas, das sagt nur der harte YouTube-Kern bei mir, von mir. Die wichtigste Nachricht ist, es kommt was ganz was Nice. Es kommen verschiedene Sachen davon, das heißt, da können auch mal ernste Sachen dabei sein. Das heißt nicht, dass nur ernste Sachen kommen. Es kommt auch der Blödschiss und das garantiere ich euch. Wenn wir das erste Mal zusammengesessen sind und haben uns Charaktere überlegt, eine coole Story überlegt, wo man vielleicht Cliffhanger einbauen kann. Und wenn man das halt kennt so und das dann in der 3-5-Minuten-Folge verpackelt und so, fallen uns 10 Sachen ein und zu den 10 Sachen daten uns jeweils 180 Sachen einfallen, wie das Ganze in vollkommenem Blödsinn endet. Und ich bin mir sicher, dass das früher oder später dahin führen wird. Und dann gibt es einfach verschiedene Genres. Unser Plan ist, dass wenn sie das hauptsächlich unser Freundeskreis, unser Bekanntenkreis anschaut, das Battle vor sich hat und das anschaut und 10 Sekunden bloß sagt, dass der Plan ist, dass sich die Person denkt, okay, das ist gut gemacht. Von euch Vollidioten hätte ich das nicht erwartet. Oder wenn ein Effekt in so einer Folge basiert, keine Ahnung, ein Cliffhanger, eine Storywendung, ein Jumpscare, was auch immer das für eine Story ist und was das da gerade geht, dass einfach jemand da ist und sagt, cool gemacht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das ist so der Plan. Und das liegt mir schon sehr lange auf der Zunge, weil wir da schon seit 4 Wochen umeinander tun. Und da kommt bald was. Da kommt bald einmal ein erster Teil und darauf wollte ich mich vorbereiten. Neben dem, dass ich mich für 1800 Abonnenten bedanken möchte. Und ja. Das Wichtigste ist, keine Sorge, Bavarian Sepp geht weiter, die Muse geht weiter, der Blödsinn geht weiter, aber es kommt eine kleine, ernsthafte Sparte dazu. Aber was ganz was Neues, vielleicht taugt es euch, da hat mich gefreut, ich bin echt gespannt, bis wir das erste Mal hinkriegen, wie das ausschaut. Und bis dahin sage ich merci und dann hoffe ich, dass wir uns in einem Monat wiedersehen. Schmarrn, Gaudi. Ich hoffe, dass es früher kommt. Dann sehen wir uns. Bis dahin, da ich sagen, weißt du was? Hauen wir uns rein, habe ich dir. Habe ich dir.